So, hallihallo Freunde, ich bin wieder da und es geht weiter mit meinem Let's Play Baphomets Fluch 2. Wir haben eben mit Lumino telefoniert und wir können jetzt hier raus. Nein, können wir nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe wohl wenig Chancen, diese Tür einzutreten. Naja, deswegen haben wir den Schlüssel. So, jetzt aber. Ich schließe die Tür auf. Ja, wunderschön. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobino wiederzusehen, aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Also auf nach Montfaucon. Wir kennen es ja noch aus dem ersten Teil. Als ich im Café ankomme, sehe ich keine Spur von Lobino. Ich werde erstmal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Genau das machen wir. Oh, da kommt der Kellner. Mit dem sprechen wir jetzt mal. Oh, Garçon! Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Blödmann. Gut, dann reden wir mit dem Mann. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Oh, ich erinnere mich. Ja, sind Sie immer noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Tja. Meine Freundin. Oh, die junge Liebe. Ja, toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne, aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Nein, so war es noch nicht gemeint. Der Captain erkannt überhaupt. Da, wo wir jetzt sitzen, da saß er damals. Er war nämlich der Polizei, Kommissar, Hauptmann, wie auch immer man das in Frankreich betitelt. Und er hat uns dann hier, wo wir hier in die Kanalisation wollten, hat er uns zurückgepfiffen. Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Haben Sie jemals von einem Professor Oubier gehört? Non, Monsieur. Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so? Was? Wieso? Ah, jetzt kommt der Kellner. Jetzt aber. Rück mal an den Kaffee hier. Hey, Kellner! Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ernie fertig bedient habe. Oh, tout à l'heure. Der kippt sich ja selber da was rein. So, komm jetzt hier. Jacka, jacka. Was halten Sie von diesem Fall? Ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper quoll auf wie ein automatisches Rettungsfloß. Jetzt steht er da neben uns mit dem Kaffee. Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Was halten Sie von diesem Zettel? Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der manisch besessene Typ ist. Wahrscheinlich mit einem ausgeprägten Ödipus-Komplex. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden, bis auf den Pferdeschwanz. Was sollte uns das jetzt sagen? Naja, okay. Gib mir den Kaffee. Genau. Ein Kaffee. Sehr wohl. Da wäre ich jetzt auch jetzt mit dem auch noch mal. Naja. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobineau? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Haben Sie mal von Professor Oubier gehört? Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft hergekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Der Dachshund? Wenn Oubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood.
Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Ah, Karel Gott. Wie ist Ubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Ubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihr Stammkunde. Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Ja, was ist das? Doch, der ist echt. Hat meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Das klingt, als hätten Sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Mit SMs. Okay. Das wäre alles. Ja, vielen Dank. Warum mussten wir das jetzt mit ihm besprechen? Na, okay. Da, genau, da kommt auch schon unser Pferdeschwanz. Ich meine, der Lupino. So. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Georgie, oh, bist du schwul? Guck mal, da kommt der Kerl direkt angestiefelt. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Ubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Oh, mein Vater lag im Sterben, verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Ubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau, Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Ja, ein Blitzmerker. Saßen die gerade eben nicht andersrum? Okay, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Wo hat Nico den Stein her? Er wurde ihr zugeschickt. Woher? Von wem? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Warum hat Nico den Stein zu Ubier gebracht? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. Die zwei mögen sich offensichtlich. Erzähl mir was über deinen Freund Ubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Beschäftigt Ubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Was weißt du denn? Warum müssen wir ihm jetzt den Wurm zeigen? Also... Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? Das ist nicht komisch. Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Gut, endlich können wir abhauen. Bis später. Adieu, Georgie. Georgie? Oh. Tout à l'heure. Oh, währenddessen. Ich habe genug von Ihren Spielchen, Collard. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so?
Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen. Okay. Naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also, ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Oh, tout à l'heure. Okay, ja, Freunde. Die Zeit ist rum. Ich weiß, ich kann zwar 15 Minuten aufnehmen, aber ich bleibe bei meinen altbewährten 10 Minuten. Und daher werde ich jetzt hier Schluss machen. Wir können jetzt gleich zur Galerie Glees gehen. Wie gesagt, erst im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18. Adieu.